45 Fieber. Informationen, Geschichten, Spaß und Musik. Speziell für das Sommerprogramm im Dritten haben wir 4 Sendungen aus den Beiträgen des vergangenen Jahres zusammengestellt. Heute Folge 4. Unsere Überschrift: Lebensträume. Lutz glaubte an die Rockkarriere. Gül will unbedingt Tänzerin werden. In der Berliner Hausbesetzer-Szene wurde für Veränderungen gekämpft und gelebt. Außerdem Musik von 1984 mit Real Life, Lloyd Cole, Depeche Mode, Alice Moyet, Michael Jackson und den Talking Heads. Ja, das war vor 2 Jahren, Berliner Waldbühne. Die Gruppe Morgenrot gehörte zu den Hauptacts, bundesweit ausgestrahlt. Du warst der Bassist dieser Gruppe, im Bild eben auf der rechten Seite zu sehen. Man kann sagen, das war so ein Höhepunkt in der Musikerkarriere, vor so vielen Leuten zu spielen. Ein Traum hat sich erfüllt. Wie sahen deine Träume damals aus?
Zu der Zeit? Zu der Zeit und als du angefangen hast als Musiker. Anfing Musik zu machen, ja, eigentlich ziemlich durchschnittlich. Eine Menge Beatmusik gehört, die Posters an der Wand gehabt von Stones, Beatles und irgendwann eine Gitarre bekommen und davon geträumt, Rockstar zu werden. Zu der Zeit war der Traum längst ausgeträumt. Und ich hätte eigentlich lieber noch ein bisschen länger geträumt davon. Was muss denn stattfinden in so einem Traum? Ruhm, Reichtum, Ehre, große Autos und sowas alles. Ist das eine andere Lebensqualität, jetzt ohne diesen Druck von den Medien und von der Gruppe auch zu arbeiten? Der Erfolgsdruck ist nicht mehr da und das ist irgendwie, also ich fühle mich eigentlich besser, ja. Obwohl ich die Zeit toll fand, keine Frage, ich fand es toll, mit den Jungs unterwegs zu sein, jeden Tag in einer anderen Stadt zu spielen und auch diesen relativ großen Erfolg, den wir ja hatten, war schon toll, also finde ich schon dufte. Aber dieser Druck, der da ewig war, in die Hitparaden zu kommen, ja, und Platten verkaufen zu müssen, der kam ja auch von der Plattenfirma und kam auch von uns selbst, wir wollten es ja. Weil Erfolg bedeutet Geld, viel Geld. Das wussten wir, das konnten wir uns ja ausrechnen. Dass der nicht mehr da ist, gefällt mir eigentlich sehr gut. Fühle ich mich wohler. Schließt sich das dann gegenseitig aus, wenn man erfolgreich ist, dass man dann auch nicht mehr so viel Spaß an der Arbeit hat, an der Musik? Wenn man richtig erfolgreich ist und wirklich Geld verdient und wirklich oben ist, mag es vielleicht wieder Spaß machen. Ja? Aber wenn man es so halb geschafft hat und ganz nach oben will, ist es schlecht. Ja klar, es ist schon toll, auf so einer Bühne zu stehen und Bassgitarre zu spielen. Spielst und schwitzt und aus den Boxen wummert das raus. Und unten stehen die Kids und tanzen und du denkst, Mensch, geht das gut ab. Aber dann merkst du irgendwann, dass es gar nicht so viele sind, wie du dir das erträumt hast. Es sind viel weniger, lange nicht so viele wie bei den Rolling Stones. Naja, und nach dem Gig ziehst du dir ein paar Drinks rein und holst die Gage ab. Und am nächsten Tag ist das Geld alle. Und dann guckst du mal in die Hitparade und da bist du nicht drin, nichts. Gehst in den Plattenladen und stellst fest, dass niemand deine Platten kauft. Die kaufen alles, aber nicht deine Platten. Ja, und dann träumst du von Monat zu Monat weniger davon. Von wegen Rockstar oder so. Straßenkreuzer? Nee. Luxusvilla? Ah. Eine Einzimmerwohnung mit Ofenheizung. Selbst da kannst du die Miete nicht pünktlich bezahlen. Und Frauen, naja. Andere haben mehr Glück gehabt. Viel mehr Glück. Aber was soll ich machen? Ich mach weiter. Ich mach weiter Musik. Oder soll ich mir aus meiner Bassgitarre ein Surfbrett schnitzen? Das geht nicht. Wake up, don't sleep.
12 Jahren hatte ich angefangen zu tanzen und bin mit einer Freundin hingegangen zu einem Tanzunterricht. Dann konnte ich aber leider das Tanzen nicht weitermachen, weil meine Eltern es mir verboten haben. Weil halt ein Mädchen darf halt auf der Bühne nicht ihren Hintern wackeln, nichts vom Körper zeigen. Es ist halt, man wird auch dazu erzogen, dass man halt später heiratet und Kinder bekommt und halt im Haushalt tätig ist. Und dann gab es halt sehr viel Krach auch zu Hause, deshalb bin ich von zu Hause weggegangen und bin dann halt, nach einer Weile habe ich dann wieder angefangen zu tanzen. Und habe dann durch Zufall hier eine Probestunde gehabt, habe dann vorgetanzt und daraufhin wurde ich auch angesprochen, ob ich nicht Ausbildung machen möchte. Das ist ein halbes Jahr her und in der Zeit habe ich halt Gesang, Tanz und Schauspiel gemacht. Ich lebe eigentlich nur für das Tanzen, weil ich habe kein Privatleben mehr in dem Sinne, weil ich bin nie zu Hause, ich gehe nur zum Schlafen nach Hause. Und halt morgens in der Schule, dann gehe ich zum Tanzen, danach gehe ich nebenher jobben. Und mache so Babysitten und dann putzen und was halt so anfällt. Das ist also sehr schwierig irgendwie, also mit Schule und Tanzen irgendwie so einen Zusammenhalt zu finden, dass ich gleichzeitig für die Schule und gleichzeitig fürs Tanzen was machen kann. Wenn ich halt irgendwie mich hinsetze und versuche zu lernen, dann denke ich eigentlich mehr ans Studio als ans Lernen. Man muss viel, viel Zeit investieren in diese Ausbildung und dann auch viel Energien, um auch viele Energien zurückzubekommen. Ich will einfach tanzen und Schauspiel. Ich will das einfach, sonst hätte ich hier nicht angefangen. Vorbilder, ich habe keine richtigen Vorbilder. Für mich sind meine Lehrer hier Vorbilder. So we're fanging on jetzt mit It don't mean a thing if you ain't got that swing. And the erste zwei, we're fanging on immer zu zweit, yes? Oh, great. It don't mean a thing if you ain't got the swing. It don't mean a thing if you ain't got that swing. Aggressive, aggressive. It don't mean a thing if you ain't got that swing. It don't mean a thing if you ain't got that swing. Glücklich. It don't mean a thing if you ain't got that swing. Don't mean a thing if you ain't got that swing. Ich glaube nicht. Nochmal bitte. Don't mean a thing if you ain't got that swing. Der from their hearts, the hearts. Come on, nochmal. Don't mean a thing if you ain't got that swing. Na, ich möchte gut, du es machen allein und ich möchte diese Joy, die gleiche wie du hast es mit Kani gemacht, ja? Mach einmal. Boom, sechs, boom, sechs. Listen, I don't want this duck. Don't stick the pole out in the plié. Yeah, it's a normal vierte Position, demi-plié. Okay, alle zusammen nochmal. Fünf, sechs, sieben. I contract. Five, drei, vier, contract. So eine Tanzstunde ist schon eine Quälerei, aber eine schöne Quälerei. Es ist ein schönes Gefühl, etwas getan zu haben. Man ist ausgelaugt. Schön ausgelaugt. Mich tönt das so richtig an, vor allem in solchen Phasen, wo ich Zweifel an mir habe, wo ich glaube, es nicht zu schaffen, die Ausbildung, weil ich zu spät angefangen habe. Natürlich ist es mein Traum, am Theater zu tanzen. Ich glaube, jeder, der tanzen möchte, möchte auch auf die Bühne. Das liegt an der Atmosphäre dort. Die ist einfach so mystisch. Und der Beifall, der gehört einfach dazu, den braucht man. Go, dann lass uns. Alles klar.
Und ja, ist mein Leben. Es gibt nichts Wichtigeres für mich. Ich lebe, um zu tanzen. Benzin ist alle. So? Und was machen wir jetzt? Es tut mir leid, dass ich dir das vorhin nicht geglaubt habe. Darf ich dich was fragen? Was? Du weißt doch, dass ich dich sehr, sehr lieb habe. Das weißt du doch. Ja. Ich hoffe natürlich, dass du mich genauso lieb hast, wie ich dich lieb habe. Ja. Möchtest du mit mir gehen? Oh, Michael. Ja, aber schön. Jetzt gehören wir zusammen. Aber ich muss dir noch was sagen. Ich bin anders als die anderen Jungs. Natürlich. Deshalb liebe ich dich doch. Nein, ich meine wirklich anders. Was meinst du? Gefällt sie nicht? Ich hab gedacht, du bist der Killer. 45 Fieber ist ja auch ein Thriller! Wenn jetzt in Deutschland jemand so eine Karriere in dieser Art des Showbusiness anstrebt, was würden Sie denn eigentlich raten? Wie kann der Erfahrung gewinnen, sich qualifizieren für sowas? Ich würde ihm raten, für eine gewisse Zeit, ein Jahr mindestens, wenn nicht zwei, ins Ausland zu gehen. Nach Amerika, nach London. Man kann auch in Paris sehr viel lernen. Aber sich umzuschauen. Die Leute, die ich kenne, die sich das in Deutschland angeeignet haben, die sind sehr wach und sehr helle.
Die wissen, wann, wo, in welcher Stadt welcher interessante Lehrer da ist. Die kennen den Geheimtipp Frau X oder Herr Y, den Gesangslehrer. Und die fahren von Stadt zu Stadt, besuchen Kurse, reisen Lehrer nach etc. Das ist kein normaler Job, den man einfach lernt, eine Ausbildung macht, seinen Abschluss, sein Zeugnis bekommt, angestellt wird und dann gesichert ist. She says a girl needs a gun these days. They all accountable to rattlesnakes. She looks like human soul in an on the waterfront. She reads to multiple one in her American circumstance. And the never-born child still haunts her as she speeds down the freeway. As she tries her luck with the traffic police saddled for the morning spy, she never finds no trouble. She tries too hard, she's obvious despite herself. She looks like he runs on. Bild war versaut, keiner kam mehr nach Berlin. Entschuldigung. Wir haben keine Krawalle mehr, faktisch. Wir haben einen unendlich groß gewordenen Touristenstrom nach Berlin. Die Stadt ist anders geworden in den Schlagzeilen der Weltpresse. Also wenn ich die, Entschuldigung, die Perspektive richtig bewerte, dann möchte ich sagen, das Problem ist gelöst, die Bewegung ist am Ende. Seit November gibt es in Berlin kein besetztes Haus mehr. Von den ehemals 165 wurden seitdem 60 geräumt, 27 verlassen. Bei den restlichen 78, also knapp der Hälfte, kam es zu einer vertraglichen Regelung. Eins dieser Häuser liegt in der Oranienstraße in Kreuzberg. Es wurde am 5. Juli 1980 von ungefähr 30 Leuten besetzt. Drei von ihnen wohnen noch hier, jetzt mit 27 anderen. Gemeinsam zahlen sie 4.000 Mark monatlich. Fragen von uns an Hans und Roger, die von Anfang an dabei waren. Welche politischen Ziele habt ihr erreicht? Welche privaten Träume konntet ihr verwirklichen? Also so die wichtigste Erfahrung für mich war eigentlich einfach, dass mit dieser Hausbesetzerbewegung und mit meinem eigenen Handeln innerhalb von einer Gruppe von Leuten dieser bislang gültige Spruch widerlegt wurde, dass jeder Widerstand zwecklos ist. Ich habe in einer Einzimmerwohnung gewohnt, war seit 2 Jahren in Berlin. Und hatte halt ein Bedürfnis nach einer Veränderung von der eigenen Wohnsituation erstmal. Das heißt ganz klar große Wohnung, größere Wohnung, mit mehr Leuten zusammenzuleben, durchaus auch mit vielen, also bis 10 oder sowas oder auch mehr. Irgendwie war ich halt
seit, weiß nicht, irgendwie 76 oder 75 schon in einer gewissen politischen Tradition in kleineren Gruppen immer mal wieder mit regelmäßigen Treffen. Man traf sich dann einmal die Woche und machte gegen das eine oder andere. Das waren Schulgeschichten, das waren Jugendzentrumsgeschichten oder Fahrpreiserhöhungen, aber das war immer ungeheuer getrennt, so dieser private und politische Bereich halt. Wichtige Sachen waren zum Beispiel auch in der Zeit, dass man sagen kann, es gab keine privaten Räume für die Leute, es gab nur irgendwelche Rückzugsräume in der Regel, das meiste lief über sogenannte Funktionsräume ab, Küche, Schlafraum, Gemeinschaftsraum und so weiter, in so einem Schlafraum nur jeweils 6 oder 7 Leute oder bis zu 10 Leute geschlafen haben. Und das war halt jetzt nicht nur irgendwie so eine Notgeschichte, dass man jetzt denkt, man muss es halt machen, weil sonst kein Platz da ist, sondern es war irgendwie auch gewollt und es hat auch irgendwie, gehörte das so zu dem Wunsch nach Experimenten mit neuen Formen von Zusammenleben und Wohnen. Und es war auch eigentlich von diesen Vorstellungen nach der Veränderung oder diesen Träumen, die sind da bis zum gewissen Grad natürlich in Erfüllung gegangen. Das Haus ist besetzt im Sommer 80. Und das darauffolgende halbe Jahr, ne? Also bis zum Dezember oder Januar, war halt immer diese vollkommen ungewisse Situation einmal und zweitens auch diese total beengte Situation im Haus, ne? Wo man sagen kann, das erste halbe Jahr haben wir eigentlich, weiß nicht, jede Woche zumindest am Anfang, die ersten Monate, jeden Tag mit einer Räumung gerechnet hier drin. Und von daher war es auch irgendwie nie so, dass man jetzt eine Zukunft hätte planen müssen dort. Das ist von mir sein Verständnis, sagst du. Es hat 81 einfach angefangen plötzlich, dass halt man gesehen hat, dass die eigene Initiative, die sich gar nicht unbedingt jetzt an einer großen Theorie orientiert, sondern einfach nur an politisches Handeln nach so Grundsätzen der Selbstbestimmung ist, dazu führt, dass man plötzlich eine gesellschaftlich relevante Kraft wird und dass man bis zum gewissen Grad maßgeblich in die Politik eingreifen kann und dass halt dieser Widerstand auch in dem Augenblick, wo er zum Beispiel militant wird und wo auch gerade durch die Militanz die Wirkung erreicht wird, eine politische Brisanz kriegt, die ich einfach vorher nicht erlebt habe. Und das ist eine Erfahrung, die hält bis heute für mich an. Eine Erfahrung, die ich irgendwie auf jeden Fall nicht missen möchte. Halte du das mal über Jahre hinweg durch, jede Woche mindestens eine Demo. Also irgendwann hast du zu viel, das ist gar nicht machbar. Und wir hatten einen Schnitt von in der Woche eine Demo. Im Jahr 400, das kommt auf mehr Demonstrationen als eine pro Tag. Also für mich war es wichtig, dass ich gemerkt habe, es werden nicht nur außen in der Gesellschaft Forderungen an mich herangetragen, sondern auch in so einem Haus. Nicht unbedingt mit dem, was mir Spaß bereitet, konform gehen. Die einmal Klassensprecher waren, die einmal die Schnauze offen hatten, die waren auch wieder in diesem besetzten Haus. Und das hat mir eben unheimlich gestochen. Und die anderen hatten die Schnauze aufzumachen, indem sie aufgefordert wurden, jetzt sag doch mal was, da fällt jedem die Fresse runter, der noch nie praktisch in unserem gesellschaftlichen Leben mit einintegriert worden war, unter den Sagern. Ne? Und das hat mir gestochen, da habe ich gesagt, da mache ich nicht mehr mit. Ne? Ja, zurzeit finde ich es hier noch ganz gut. Und das kann aber auch heißen, also wenn ich es nicht mehr gut finde, dass ich, was weiß ich, übermorgen in einer Einzimmerwohnung oder mich in Spanien aufhalte oder noch in ein letztes besetztes Haus gehe. Was noch für mich ungeheuer wichtig war, ist eigentlich auch so eine kulturelle Komponente, die in die ganze Geschichte mit reinfiel. Es war ja auch da, es lief so aus dieser Szene, aus dieser Bewegung heraus, ungeheuer viel an selbstorganisierter und selbstständiger Kultur, ob das jetzt Konzerte sind oder eigene Veranstaltungen, Filmveranstaltungen sind zum Beispiel mit nicht etablierten Filmen oder Fernsehen. Ob das dann irgendwie Cafés sind, die in besetzten Häusern eröffnen oder zum Beispiel auch dann Kuckuck, wo man mal dachte, man könnte so einen Gedanken von der Subkultur zentralisieren und macht dann halt ein Kreuzberger Kulturzentrum oder so. Häuserkampf. Räumung, Verhandlungen, Demonstrationen, Festnahmen, Prozesse. Wie haben die Ereignisse und Erfahrungen euer heutiges Bild zum Start geprägt? Hat er
ja im Ermittlungsausschuss mitgearbeitet und im Ermittlungsausschuss musste ich erleben, dass wir diejenigen sind, die das Vorgehen von Polizei und Justiz auf seine Rechtmäßigkeit überprüfen müssen und dass wir diejenigen sind, die die Arbeit, die eigentlich der Staatsanwalt zu übernehmen hat, nämlich also aufzuklären, dass wir das leisten müssen. Wir mussten Zeugen suchen, wir mussten die genauen Vorgänge um den Mord an den Klaus-Jürgen Rathey aufklären. Wir haben das Material besorgt. Und wir wurden trotzdem genau für diese Tätigkeit wiederum kriminalisiert. Also der Staat ist dumm und gewalttätig, aber er vergisst irgendwie nichts. Und er rächt sich bei Gelegenheit. Also ich habe jetzt beispielsweise wieder einen Prozess wegen Hausfriedensbruch. Eine ganz dumme Geschichte. Ich war einfach nur auf einem Fest in einem besetzten Haus. Und da kamen sie nachts um 2:30 mit der Motorkettensäge, haben eine Stunde lang die Tür aufgesägt und uns 70 Leute oder so festgenommen. Ich habe auch Erfahrung, Haschisch, muss aber sagen, Freiheit ist eine bessere Droge. Wenn man bei dem Bild bleibt, bin ich süchtig geworden. Also das fehlt mir heute zum Teil. Das weiß ich, das hat sich verändert. Der Alltag heute ist wieder härter, ist gezwungenermaßen heute wieder mehr getrennt. Privates und Politisches ist heute wieder strenger auseinander. Und mir fehlt es und ich will da wieder hin. Mein Sohn, was auch immer aus dir werde, sie stehen mit Knüppeln bereit schon jetzt. Denn für dich, mein Sohn, ist auf dieser Erde nur der Schuttablagerungsplatz da und der ist besetzt. Mein Sohn, lass es dir von deiner Mutter sagen. Auf dich wartet ein Leben, schlimmer als die Pest. Aber ich habe dich nicht dazu ausgetragen, dass du dir das einmal ruhig gefallen lässt. Was du nicht hast, das gibt nicht verloren. Was sie dir nicht geben, sieh zu, dass du es kriegst. Ich, deine Mutter, habe dich nicht geboren, dass du einst des Nachts unter Brückenbogen liegst. Vielleicht bist du nicht aus besonderem Stoffe. Ich habe nicht Geld für dich, noch Gebet. Und ich baue auf dich allein, wenn ich hoffe, dass du nicht an Stempelstellen lungerst und deine Zeit vergeht. Wenn ich nachts schlaflos neben dir liege, fühle ich oft nach deiner kleinen Faust. Sicher, sie planen mit dir jetzt schon Kriege. Was soll ich nur machen, dass du ihren dreckigen Lügen nicht traust? Deine Mutter, mein Sohn, hat dich nicht betrogen, dass du etwas ganz Besonderes seist. Sie hat dich aber auch nicht mit Kummer aufgezogen, dass du einst im Stacheldraht hängst und nach Wasser schreist. Mein Sohn, darum halte dich an deinesgleichen, damit ihre Macht wie ein Staub zerstiebt. Du, mein Sohn, und dich und alle unseresgleichen müssen zusammenstehen und müssen erreichen, dass es auf dieser Welt nicht mehr zweierlei Menschen gibt.